Wir starten unsere Alkoholrecherche am Samstagmorgen in den Innenstädten von Köln und München und stellen fest, die Läden sind voll und die Flaschen offen. 10.30 Uhr in München, hoch die Tassen. Meine Oma hat immer gesagt, Kind, mit dem Sektchen am Morgen vertreibst du Kummer und Sorgen. Und damit ist er 88 Jahre alt geworden und ich denke, das sagt alles aus, oder? 12 Uhr in Köln in der Innenstadt. Auch hier ist man bereits in Trinklaune, aber nicht nur heute. Das ist mein Kaffee. Das ist ein Konterbier. Wenn man abends damit aufgehört hat, muss man morgens damit anfangen. Sprüche wie diesen kennen wir alle. Doch sie verharmlosen die fatalen Auswirkungen, die Alkohol haben kann. Durchschnittlich konsumiert jede Person über 15 Jahren 9,5 Liter reinen Alkohol pro Jahr. 7,9 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Sind sich die Deutschen überhaupt bewusst, wie viel sie trinken? Wir fragen nach in Köln und München. Was trinkt man am Tag? Kann auch mal eine Flasche sein, kann auch mal nur ein Glas sein. Das ist ein Hopfen-Smoothie. Wie viel trinken Sie davon? Manchmal weniger, manchmal mehr. Am Tag? Ja, schon mindestens ein Dutzend, ja. Trinkfreudig sind die Deutschen auch im Europavergleich. Hier liegen wir von 27 Ländern auf Platz 4. Fest steht, jeder Tropfen ist zu viel, denn Alkohol ist ein Nervengift, das wir zu uns nehmen. Aber Alkohol hat eine lange Tradition in Deutschland. Schon ziemlich essentiell für uns das Bier trinken. Es macht einfach zu viel Spaß, mit den Freunden gesellig was zu trinken. Genuss, ja. Nett beisammensitzen, was Leckeres essen und dabei ein Wein genießen. Alkohol ist eine Droge, das muss man auch sagen. Und wir verfallen ja auch entsprechend der Droge. Das würde ich schon als Problem bezeichnen, wüsste jetzt aber auch nicht, ob das angebracht wäre, das zu ändern, weil es halt einfach, Kultur ist etwas, was man jetzt nicht auf Zwang ändern sollte. Das sieht auch Wirt Daniel so. Seine Kneipe ist die älteste Münchens und er begrüßt seine trinkfesten Gäste schon morgens. Um 9 Uhr sind dann die ersten drei Gäste schon vor der Tür und vor allem die ersten Bierchen. Und da merkt man, was für ein soziales Verhalten wir haben. Damit es solche Kneipen gibt, brauchen wir die Leute, die rausgehen und sagen, hey, wir haben Lust, gemeinschaftlich was zu trinken. Und das ist unser Job und das ist unser Leben und das ist unsere Kultur. Die entspannende Wirkung tritt ein, weil Alkohol wie ein Betäubungsmittel wirkt. Für viele Deutsche ein Anreiz zu trinken, um vom Alltag abschalten zu können. Ich finde, das ist ein super Start in den Tag. Es macht locker, es macht fröhlich. Wir hatten gestern Abend schon einen längeren Abend und dann ist der Sekt, der bringt einen so entspannt in den Tag. Ja. Wenn ich alleine zu Hause bin, dann gibt es nur einen Grappa mit Kaffee morgens. Aufklärung fehlt hierzulande oft. Laut Robert-Koch-Institut liegen die Grenzwerte für riskante Alkoholmengen bei einem Viertel Liter Bier pro Tag bei Frauen und einem halben Liter Bier pro Tag bei Männern. Und ein weiteres Problem ist die Werbeindustrie. Werbung für alkoholische Getränke wird in Deutschland kaum reguliert. In anderen Ländern ist ja Alkohol ja nicht so gern gesehen. Und bei uns in Europa, denke ich, ist das kein Problem. Man muss schon ein bisschen aufpassen, das stimmt. Ist natürlich sehr leicht für Jugendliche an Alkohol zu kommen. Ich glaube, es ist eine der legalen Drogen, die für jeden leicht zugänglich ist. Frei zugänglich ist auch die Werbung. Immer mit der Message, mit Alkohol bekommst du das, wonach du dich sehnst. Und bewiesen ist, dass Jugendliche immer früher mit dem Trinken anfangen. Schädlicher Alkoholkonsum kostet uns rund 57 Milliarden Euro im Jahr, Tendenz steigend. Die Werbung wird kaum reguliert. Das Thema Alkohol ist ein Milliardengeschäft. Es sollte aber nicht darauf von der Industrie abgezielt werden. Also ich finde zum Beispiel Werbung gezielt auf Kinder oder Jugendliche, finde ich sehr schwierig in dem Bereich. Einige nehmen sich bewusst den Dry January vor, um eine Pause vom Alkohol zu machen. Den trockenen Januar, den habe ich am 1. Januar abgebrochen. Also man muss es schon regelmäßig erklären, wenn man keinen Alkohol trinkt. Vermehrt in Männerrunden oder wenn man mit den Jungs irgendwie rausgeht in Brauhäusern. Und dann ist alles auch mit Trinkspielen irgendwie darauf projiziert, viel zu trinken. Also ich würde es mir auch ein bisschen mehr wünschen, dass es weniger gesellschaftlich vertreten ist. Weil ich glaube, viele Probleme entstehen dadurch auch. Aggressionen, psychische Probleme oder Herz-Kreislauf-Probleme, Leberschäden oder Krebs können die Folgen von unkontrolliertem Alkoholkonsum sein. Alkohol wird verharmlost, mit den getrunkenen Mengen oftmals sogar angegeben. Alkohol bestimmt den Alltag. Wie wichtig ist für euch Alkohol? Sehr wichtig. Ehrlich? Ja. Warum? Weil es Spaß macht.
Als Ehemann kann ich sagen, es ist nicht immer schön, alleine zu trinken. Warum? Ja, weil meine Frau dann halt nichts trinkt und mich dann irgendwann nicht mehr versteht. Analysen gehen von jährlich etwa 74.000 Todesfällen durch missbräuchlichen Alkoholkonsum aus. Die Übergänge vom harmlosen Trinken bis zur Abhängigkeit sind fließend. Bei unserem Dreh in Köln und München stellen wir fest, jeder spricht offen darüber, was und wie viel er trinkt. Wenige sehen ein Problem. Ja, und darüber wollen wir jetzt sprechen. Bei uns ist Dr. Mandy Reu, sie ist leitende Oberärztin an einer Hamburger Suchtklinik. Und außerdem zu Gast die Journalistin Eva Bieringer, die ein Buch über ihren Weg aus der Sucht geschrieben hat. Und Jenke von Wilmsdorf ist bei uns, der für ein Experiment mal 4 Wochen durchgetrunken hat. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. So, da sehen wir es nochmal. Das ist also der durchschnittliche Konsum pro Jahr pro Deutscher. Fangen wir mal ganz leicht an. Hat Deutschland ein Alkoholproblem, Jenke? Ja, seit Jahren schon, würde ich sagen, ja. Weil? Weil wir das verharmlosen. Und weil man ja anfangen muss mit der Definition, was ist ein Alkoholproblem, was ist ein kritischer Alkoholkonsum. Na, also ich finde, wir haben immer nur die beiden Extreme, Leute, die gar nichts trinken und Leute, die alkoholkrank sind. Aber diese ganze Menge dazwischen, die regelmäßig trinkt, hat ein problematisches Trinkverhalten und demzufolge hat Deutschland ein Trinkproblem. Dafür haben wir ja Dr. Reu, die das genau definieren kann. Aber erstmal zu der Eingangsfrage. Gibt es ein Alkoholproblem in Deutschland? Wenn man sich die Zahlen anguckt, schon. Also in Europa ist Deutschland an Stelle 4, was den Alkohol anbelangt. Das können wir mal zeigen. Anbelangt und auch Zahlen. Also wenn man sich die Kosten anguckt, die durch Alkoholprobleme sozusagen verursacht werden, direkte durch Erkrankungen, indirekte durch Unfälle, liegen wir bei 57 Milliarden im Jahr. Also das ist immens. Oh, das ist viel. Eva, auch aus deiner Sicht problematisch in Deutschland, der Konsum? Definitiv. Ich kenne die Zahlen und ich kenne aber auch das Gefühl von jemandem, der nicht mehr trinkt, der sich immer rechtfertigen muss, warum sie nicht trinkt. Und das ist ein Skandal und das muss sich ändern. Wenn wir diese Zahlen jetzt sehen, Italien ganz unten, überraschend. Völlig überraschend. Völlig überraschend. Ne? Man denkt ja immer, da geht der Vino irgendwie reihum. Ja. Aber hat Italien dann keins? Kein Problem? Ein Problem wird es sicherlich auch haben, aber vielleicht ein etwas wenigeres. Also das, was in Deutschland schon am häufigsten getrunken wird, ist einfach Bier. Die Bierkultur trägt, glaube ich, ganz wesentlich dazu bei. Was ist denn ein Alkoholproblem? Wie kann man das definieren? Gibt es da Faustregeln? Ja. Gibt es da Parameter? Genau, es gibt tatsächlich ganz konkrete Alkoholmengen. Wenn die überschritten werden, ist das schädlich für den Körper. Die liegen bei Frauen bei 10 Gramm Alkoholaufnahme pro Tag, bei Männern bei 20 Gramm. Und damit man mal einen Maßstab hat, weil das ist das nächste Problem, kaum einer weiß eigentlich, wie viel Alkohol in bestimmten Getränken drin ist. 20 Gramm findet man in einem halben Liter Bier. Das heißt, wenn ein Mann mehr als einen halben Liter Bier pro Tag trinkt, ist das ein riskanter Alkoholkonsum. Wie hat sich der Konsum denn in den letzten Jahren verändert? Wo sind die Zahlen runtergegangen, aber wo auch rauf? Eigentlich muss man sagen, ist er insgesamt auf einem gleich hohen Level geblieben. Zunahme haben wir tatsächlich auch beim weiblichen Geschlecht. Das, ja, Eva, wann hast du gemerkt, dass du zu viel und zu häufig Alkohol trinkst? Schon relativ früh. Also ich habe schon mit Anfang 20 den Unipsychologen gefragt, ob es ein Problem ist, dass ich jeden Tag 2 Gläser Wein trinke. Mhm. Ich wollte die Antwort gar nicht so richtig hören. Ich wollte mal gefragt haben. Und auch schon noch früher in der Jugend habe ich gemerkt, dass ich nicht wirklich die Kontrolle habe. Also da habe ich nicht jeden Tag getrunken, keine Frage. Aber immer mal wieder einfach viel zu viel, konnte nicht aufhören. Wann hat das angefangen? Zum ersten Mal getrunken habe ich mit 11. Und dann so ab 13 immer mal wieder am Wochenende. Und je älter ich wurde, desto regelmäßiger. Dann im Studium auch gerne schon jeden Tag. Immer mal wieder Pausen gemacht, aber schon sehr regelmäßig getrunken. Plus eben diese Exzesse. Also ich habe wirklich beides gemacht. Ich habe auch genauso allein getrunken wie in Gesellschaft. Also und hast du eine Erklärung dafür, warum das immer mehr geworden ist? Weil ich abhängig war, definitiv. Es ist die Frage, warum wird jemand abhängig und warum nicht? Ich glaube zu wissen, dass man sich nicht 100%
einig ist die Wissenschaft, warum jetzt der eine ja, der andere nein. Es hat sicher eine genetische Komponente. Es hat aber auch mit Sozialisation zu tun. Also war der Druck da, mit anderen zu trinken, beziehungsweise man stand blöd drum, wenn man, oder wurde doof angeguckt, wenn man nicht getrunken hat? Meinst du das damit? Also bei mir überhaupt nicht. Ich hatte komischerweise sogar viele Freunde, die nicht getrunken haben. Ich meine jetzt eher die gewissen Umstände, ne? So okay. Aus was für einer Art Familie. Also ich komme nicht aus einer zerrütteten Familie, aber so sicher, wenn man genau hinguckt, gibt es ja auch bei jedem irgendwas, was damit einfließt. Und dann einfach einen Hang dazu zu haben und aber auch die schiere Menge. Also wenn man einfach so regelmäßig trinkt, ich meine, Jenke hat das ja ganz gut in dem Monat gesehen, dann passiert da was mit dem Körper. Also sehr viele Menschen haben halt diesen Hang dazu, sag ich mal. Hattest du denn eine genetische Disposition? Haben deine Eltern auch überdurchschnittlich getrunken? Eben gar nicht, nee. Also meine Mama bis heute, die hat dann so eine 0 oder 250 Milliliter Flasche Wein im Kühlschrank und die steht dann da und die vergisst sie. Und mein Papa trinkt seit Monaten gar nichts mehr. Also das ist bei mir nicht der Fall. Wäre das denn eine Argumentation wissenschaftlich? Also es gibt genetische Dispositionen. Es gibt schon Menschen, die einfach eine genetische Veranlagung haben, dass sie mehr trinken. Wir wissen auch, dass Menschen, also gerade Jugendliche, die wenig Komplikationen bei ersten Rauschtrinkerlebnissen haben, also die zum Beispiel keinen Kater irgendwie haben, nach einer durchzechten Nacht sozusagen, dass die eher gefährdet sind, alkoholabhängig zu werden, als die wirklich gleich merken, oh je, der Alkohol schadet mir. Weil da eine Grenze da ist und ja, die merkt man sich. Ja. Das Leiden, ne? Ja. Also wenn du leidest 2-3 Tage, dann ist das natürlich nicht mehr so sexy, als wenn du am nächsten Morgen fit aufstehst und sagst, ja. Ich muss noch einmal kurz zu Eva, weil du hast ja ein Buch geschrieben, da hast du deine Leidensgeschichte aufgeschrieben, unabhängig vom Trinken und Loslassen. Wie hast du es dann letztendlich geschafft, dich davon zu lösen? Ich habe eine Therapie gemacht, also ich habe auch davor schon immer mal wieder Therapien gemacht, aber keine, in der es spezifisch um Alkohol ging. Die habe ich erst begonnen, nachdem ich schon aufgehört hatte zu trinken. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte ich es auch ohne geschafft oder nicht, weiß man nicht mehr. Es hat sich ja nicht geschadet. Das war allerdings kein stationärer Entzug, sondern eine ambulante Entwöhnungstherapie. Und dann habe ich super viel gelesen, was mir persönlich geholfen hat. Also vor allem Geschichten von anderen, die über ihre Sucht schreiben und deswegen glaube ich, es kann nicht genug Bücher, Podcasts, Filme zu dem Thema geben, um einfach auch diesen Begriff aus dieser Ecke rauszuholen, ne? Weil es ist halt nicht nur jemand abhängig, der sich morgens Portwein ins Müsli kippt oder morgens schon mit Schnaps anfängt, sondern Alkoholabhängigkeit hat sehr, sehr viele Gesichter. So hast du in diesem Experiment, glaube ich, deinen Tag begonnen, ne? Also 4 Wochen lang hast du durchgetrunken. Wie ging es dir dabei? Das ist so ein Klassiker, ne? Das amüsiert die meisten Leute und interessiert auch die meisten Leute. Wie bist du denn mit Alkohol in den Tag gestartet? Das ist für mich immer eine irrsinnige Überwindung gewesen. Also morgens Alkohol trinken finde ich richtig eklig. Ich musste aber, weil wir hatten ja 4 Wochen lang das Ziel, jeden Tag 1 Promille. Und dafür musst du ordentlich bechern. Also habe ich dann überlegt, was kriege ich denn irgendwie runter morgens? Und das war irgendwas Süßes. Das war Portwein. Und dann habe ich Portwein mit Schokoladenmüsli kombiniert. Das geht gut, wenn man sich zusammenreißt. Und dann war ich schon auf Betriebstemperatur. Und dann ging es wie weiter? Es waren schon so 2-3 Portwein auf einer großen Schale Müsli. Dann ging es weiter mit Gin Tonic, ging irgendwie immer ab einem gewissen Zeitraum. Wobei ich sagen muss, also am Anfang, ich habe das total verharmlost. Und auch selber, ich habe gemerkt, diese Verharmlosung in der Gesellschaft, wie sehr die auch mich quasi überzeugt hat oder ergriffen hat. Wo merkt man die? Die merkst du, indem du keine Kritik bekommst für das Verhalten. Na, also ich habe ja währenddessen, am Anfang habe ich mich gefreut. Ich habe gedacht, komm, 2-3 Tage trinken, das macht doch mal Spaß. Mein Gott, ich komme aus dem Rheinland, das macht man ein halbes Jahr während des Karnevals. Ne? Und dann habe ich aber nach 3-4 Tagen gemerkt, das ist körperlich anstrengend, mein Körper verändert sich, meine Laune verändert sich, der Schlaf wird schlecht. Ich habe relativ schnell Symptome gehabt, die mir überhaupt nicht gefielen, habe aber noch knapp 4 Wochen vor der Bus gehabt. Und da musste ich ein bisschen justieren. Also welchen Alkohol bekomme ich überhaupt runter, obwohl der Körper so einen Widerwillen entwickelt hat. Und das war meist Gin Tonic, das war Moscow Mule. So ein Bier hat mir nichts gebracht, weil damit kam ich nicht auf Promille. Ne? Also ich brauchte schon stärkere Alkoholiker. Trinkst du aktuell oder hast du... Ich trinke wieder. Also ich habe 4 Wochen getrunken. Dann musste ich durch einen chirurgischen Eingriff das Ganze abbrechen nach 4 Wochen. Also es waren genau 3 Wochen und 5 Tage. Dann haben wir es abbrechen müssen auf ärztliches Anraten. Dann habe ich 3 Monate runterfahren müssen, weil ich eine Gewöhnung entwickelt hatte. Ich konnte nicht ohne Alkohol. Und dann habe ich erst mal eine Zeit lang gar nicht getrunken. Und jetzt habe ich ein ganz normales Trinkverhalten wieder.
Ja. Ich mag Alkohol. Ich finde auch, wir sollten Alkohol nicht verteufeln. Die Frage ist halt nur, wie schaffen wir es, bewusst damit umzugehen? Und das, was ich halt besonders interessant finde an dieser Thematik ist, wie schaffen wir es, Kinder und Jugendliche aufzuklären? Weil jetzt mit 15-, 16-Jährigen anfangen, das ist zu spät. Wir müssen also genau wie bei anderen Drogen in die Grundschule. Wir müssen über die Folgen aufklären und das also zeitgemäß. Das ist zum Beispiel ein Thema. Die Bundesärztekammer fordert ja jetzt gerade zum Beispiel auch ein Werbeverbot für Alkohol. Würde das schon was bringen? Oder entsprechend solche Aufkleber, also Warnhinweise wie auf den Zigaretten? Ja, also ich glaube, die Warnhinweise, ich weiß nicht, ob die so einen durchschlagenden Erfolg haben, aber ich glaube, das Gegenteil, dass man Alkohol immer wieder als eben legitim oder cool ja im Grunde präsentiert, macht eine Verharmlosung und das greift halt. Ne? Also ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass das haben Studien gezeigt, entscheidend ist, was Eltern vorleben. Ne? Also das hat einen ganz großen Einfluss, das Trinkverhalten der Eltern. Wenn die viel Alkohol trinken, trinken eben auch die Kinder viel. Wenn wenig im Elternhaus getrunken wird, beeinflusst das die Kinder eben positiv, dass sie da entsprechend auch. Das ist ein Nervengift, ne? Also es ist ein Nervengift. Und jedes Glas Alkohol ist für den Körper eins zu viel. Ja, das ist nochmal wichtig. Ne? Es geistert ja immer irgendwie noch die Theorie. So ein Glas Rotwein ist gesund. Ne? Hat der Lauterbach letzte Woche erst gesagt. Ja. Ne? Also. Gut, der hat auch nicht immer recht. In ganz vielen Punkten hat er nicht recht. Aber das zeigt ja schon wieder, dass solche führenden Persönlichkeiten, und jetzt reden wir von einem Gesundheitsminister, das proklamiert. Das ist gefährlich. Das ist verdammt gefährlich. Wir haben Sie gefragt, wie häufig trinken Sie Alkohol? Und das ist das Ergebnis. Wir schauen mal. Einmal pro Monat oder seltener 31%, 2 bis 4 Mal pro Monat. 25 nie, 21%, also über ein Fünftel trinken nie Alkohol, 2 bis 3 Mal pro Woche und häufiger 12%, 4 Mal pro Woche oder häufiger 11%. Also da sind wir aber auch schon bei einer hohen Prozentzahl, wenn wir die zusammenfügen. Überrascht euch das Ergebnis? Auch nicht die 21%. Ich zweifle so ein bisschen an den 21%, die sagen, dass sie nie trinken. Ja, ne? Ich auch. Also ja, was das stimmt, ja. Es sieht zu groß, die Zahl. Ja. Aber nochmal, ich glaube, dass die Frage sollte nicht sein, verbieten wir Alkohol? Und der Mensch war schon immer auf der Suche nach einem Rausch. Schon immer, seit Mesopotamien, vor 6000 Jahren, haben die Menschen nach einem Rausch gesucht. Das ist auch völlig in Ordnung. Und Alkohol kann ein Genussmittel sein. Aber es geht um ein verantwortungsvolles Bewusstsein und ein verantwortungsvolles Vorleben. Genau. Als Eltern den Kindern gegenüber. Und Informationen, das ist eben auch was wichtig ist, es steht halt nicht die Alkoholmenge drauf, sodass sie wirklich greifbar ist. Ne? Wenn auf den Flaschen stehen würde, hier ist 10 Gramm, also 10 Gramm quasi draufstehen würde, hätten die Leute auch irgendwie einen Richtwert, ne, und konnten das einschätzen. Weil ich glaube aber schon, dass diese Kennzeichnung, diese Horrorbilder, ich glaube schon, dass das eine Wirkung hat. Das hat man bei Zigaretten am Anfang auch belächelt und das hatte eine Wirkung. Weil es gibt ja ganz viele Sachen, das weiß ich noch aus meinem Experiment, FAS, fetales Alkoholsyndrom, bedeutet, dass wenn die Mutter während der Schwangerschaft auch nur ein Glas trinkt, entsteht das Risiko, dass das Kind mit Nervenschäden, körperlichen Deformationen, also wirklich schwerst eingeschränkt, ein ganzes Leben vor sich hat. Das weiß doch kaum einer. Also das ist die Aufklärung, die du meinst. Ja, ja, genau. Und das kann doch gerne auf eine Flasche gepackt werden. An der Runde sehen alles wir dazu. Ja. Mehr hilft viel. Man kann sich sehr, sehr lange darüber unterhalten. Und wenn Sie zu Hause noch Fragen zu dem Thema haben, dann stellen Sie gerne in der Join-Me-App. Unsere Expertin Dr. Roy beantwortet sie Ihnen gerne. Von daher vielen Dank an unsere Runde. Danke. Sehr gerne. War gut, dass wir darüber gesprochen haben. Absolut. Es war berauschend. Ja.